Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part von Paper Mario Color Splash. Und ich weiß nicht, der Karmesin-Turm. Also, ja, einfach etwas Rotes, definitiv, ne? Karmesin. Und es sieht aus wie ein richtig dicker Farbstern. Aber irgendwie, ich würde auch halt gerne einfach so als Zwischenmission, weil das ist so ein bisschen cool. Einfach die Azurbucht und es ein Stern und ich kann das schon abschließen. Weil vielleicht komme ich auch gar nicht weiter. Ich mache erst das. Die Entscheidung war schwer. Aber ich mache erst das, weil eventuell ist es ja ganz schnell erledigt. Einfach noch einen Farbstern, dann würde bestimmt dann auch weiterführen, aber irgendwann, ja, es ist ja die Aufgabe, die Farbsterne zu holen, irgendwann schaffen wir das auch. Alter! Oh, schöne Mucke! So, dann fangen wir wieder an mit dem Einfärben. Oh, hey Mario! Na Toad, wir bereiten uns hier in der Azurbucht auf das Ozeanfest vor. Wie der Name schon leicht andeutet, fallen wir dabei den Ozean und lassen die Seekuh fliegen. Das wird die totale Party! Oh Gott, Ozeanfest? Die Farbsterne sind weg und ihr schmeißt eine Strandparty? Ja, keine Ahnung. Naja, so sind sie, die Toads. Ich vermisse es ja, sie in den Prisma-Brunnen tanzen zu sehen. Wenn in Port Prisma je wieder eine Toad-Party steigen soll, müssen wir die großen Farbsterne finden. Hier in der Azurbucht muss irgendwo ein kleiner Farbstern sein. Am besten sehen wir uns mal ein bisschen um. Schon dabei. Komm runter, ihr Fallen hier. Komm runter. Na, geil. Sehr viel gelbe Farbe. Okay, natürlich rennen ja am Strand auch natürlich strandbedingte Gegner rum. Ah, ist ja geil. Kann ich ins Wasser? Nee. Was ist das hier? Okay, einfach nur so eine Farbdinger. Einfach umdrehen. Was macht ihr denn da? Willkommen zum Ozeanfest. Hier geht's lang. Was ist das hier? Dort geht's zum Ozeanfest, aber die Vorbereitungen laufen noch. Sieh dich doch erstmal hier oben. Ja, okay. Immer langsam, Mario. Wir stehen seit gestern Abend hier. Hier ist das gestern Abend an. Hier wird nicht vorgedrängelt. Hinterstellen! Oh, okay. Okay, okay. Oh, jetzt aber wieder viel einzufärmen. Jetzt muss ich, ob ich wirklich Bock habe, mir gegen alle zu kämpfen. So, Gott. Oh, was hier am Strand einzufärmen ist, sieht man ein bisschen schlecht, weil es so hell ist. Oh, jetzt hier wohin? Eieieiei. So. Schöner und Hammer. Boah, richtig viel. So, was? Ah, das Erkunden macht immer Spaß, was die Gegner nerven bisher. Weil man die halt nicht besiegen müsste, aber irgendwie. Hey, was ist das hier? Toad? Ich dreh noch durch. Wo ist der nur? Es heißt, dass ein legendärer Pirat in dieser Höhle seinen Schatz versteckt hat. Ich habe hier schon alles nach einem versteckten Schalter oder so abgesucht, aber der Schatz ist wohl nur eine Legende. Versteckter Schalter? Ach. Oh, ist ja geil. Was? Irgendeine Karte, die ist aber, wieso ist die Blanco? Ventilatorkarte, Kopie. Ach, okay. Ich habe jetzt zwei Ventilatorkarten. Oder eine Kopie davon. Ach, keine Ahnung. Hab den Schatz gefunden, Toad. Was sagst du dazu? Dieser Toad ist einfach zu blöd, um hier was zu checken. Da staunst du was? Da war ein Geräusch, als hätte sich eine Wand geöffnet. Aber wer Schätze finden will, darf sich nicht ablecken lassen. Ja. Trottel. Richtiger Trottel. Da. Jetzt bin ich hier oben drauf. Muss wieder schön einfärben und schön Attacke und so was alles hier boosten. Ja, sehr schön. Und sowas brauche ich alles. Ja, ich habe echt Schiss, hier Farbe zu verpassen. Hier wird später bestimmt noch richtig schwer zu finden sein. Hier ist das alles wirklich hellblau. Was ist hier eigentlich? Hier ist ein bisschen weiß, aber das sieht aber, ist aber eindeutig kein Fleck. Unglaublich! Hey, da sind Toads und die wollen irgendwo hinfahren. Was für eine Aussicht. Klödeling, entschuldige, aber ich hatte echt noch nie die Gelegenheit, diesen Teil des Meeres zu sehen. Wirklich toll. Ja, schon hübsch hier. Zu blöd, dass ich gerade nur ein Stück Papier bin, sonst würde ich garantiert mal reinspringen. Ja, da wirst du bloß nass und die Farbe geht ab. Boing, 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 boing. Okay, ich kann davon ausgehen, dass hier nur Farbe drin ist immer, oder? So, naja, gut. Hier ist ein großer Platz. Yeah. Schöne Dreiersprungkarte. Wie gesagt, aber eigentlich müsste man halt angreifen, weil das gut diese ollen Punkte gibt, ey. Die Waffen vollfüllen. Ach, die Waffe, die Farbe vollfüllt. Aber ich habe eigentlich so viel. So, da hinten haben wir ein Schiff hier sehen. Da kommen wir, glaube ich, gar nicht hin, oder? Wie komme ich überhaupt hier hoch? Wie komme ich hier hoch? Auf der anderen Seite. Ja, ist da gar nicht gesehen.
So, da da bam, bam, da, bam, bam, bam. So, das ist für eine geile Seriensprungkarte erhalten. Oh Gott. Kann ich ja wieder so lange springen, wie ich es aushalte. So, aber nee, von hier aus komme ich nicht zu dem Schiff, was ich da gerade gesehen hatte. Nee. Gut, nochmal genau geguckt. Ah, da hinten ist das Schiff. Ach so. Nee. Da komme ich jetzt erstmal hin. Okay, wartet. Du. Ach komm mal, was soll's hier? Wow. Okay, aber das ist doch wieder, die kriegt ihr alle down auf immer, oder nicht? Jetzt geht's ab, jetzt zeige ich's euch. So, eingefärbt und schnitten. Ich hoffe, eine reicht wieder aus. Boing, boing, boing und Schuss! Alter, richtig platt gemacht. Perfekt. Ich habe so viel Geld. Ich bin ja fast, bin am Anfang des Spiels fast ein Tausender voll. Boah, so eine blauen Hämmer sind auch immer. Die machen immer fast so eine Kammer voll. Okay, ich glaube aber, das reicht denn jetzt auch erstmal wieder. Hier kann ich noch kurz umdrehen und Farbe rausholen. Toad, was ist los? Dieses Ozeanfest da beginnt bald. Das ist sicher toll, wenn man sich was aus solchen Veranstaltungen macht. Du nicht, oder was? Einfach mal alles hier umdrehen. Ja, ist hier jetzt irgendwie noch... Ich mag das Geräusch, wenn Marius Hammer irgendwo gegenschlägt. So... Voll das coole, plastische Geräusch irgendwie. So, was macht ihr jetzt hier? Dieser blaue Toad ist mal wirklich cool. Er will ans Ende der Welt segeln. Und das in dieser Nussschale. So ein klassisches zusammengebasteltes Papierboot. Ich frage mich ja, wie das Ende der Welt wohl aussieht. Hat man da eine tolle Aussicht? Und wenn ja, worauf denn? Ruhe, es geht hier nicht darum, cool zu sein oder einen schönen Ort zu finden. Ich mache mich auf diese lange, beschwerliche und potenziell nicht nur nervenzerreißende Reise, um meine Bestimmung zu finden. Okay, klingt nach einer ausgewachsenen Sinnkrise. Aber wenn du mit dem Kahn aufs offene Meer rausschipperst, hast du bald eine Sinkkrise. Hey, das Ozeanfest fängt endlich an, kommt mit. Oh, wohl auch Zeit, auf geht's. Ja, wir gehen uns amüsieren, viel Spaß mit deinem Boot noch. Ozeanfest, ja! Was ist denn mit dem blauen Toad los? Der will uns ja bestimmt... Irgendwann braucht man ihn bestimmt. Ich habe keine Zeit für euer albernes Fest. Meine Bestimmung ruft. Ey, nimmst du es irgendwie mal mit oder so? Bestimmt irgendwann. Der wird bestimmt irgendwie auch auf der Karte markiert. Oder war das einfach bloß jetzt ein Gag? Ich hab... Da kann aber echt nicht ins Wasser fallen, oder? Nee. Geht dieses Mal nicht. Okay, gut. Gehen wir mal zum Ozeanfest. Ich hoffe, ich habe ja alles eingefärbt. Warte mal, ich habe übrigens auch schon gesehen, dass ich irgendwo wieder was übersehen habe. Das fällt mir dann beim Schneiden auf. Beim Schnitt habe ich gesehen, dass... Kann ich sein Segel einfärben? Das Segel ist nämlich sehr weiß, aber ich glaube nicht. Nee, beim Schneiden ist mir schon aufgefallen, dass ich in der Morella-See da habe ich einen Pfosten übersehen. Ich glaube, den hole ich mir einfach mal, weil vielleicht sind das 4%. Wissen tue ich es aber auch nicht. Badam, badam, bam, bam. Man weiß es nie. Die ganzen Cheep-Cheeps, die hier rumfischen, ey. Oh Gott. So. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, komm, hier, Mike, fertig. Wenigstens ein. Oh Gott. Na. Dann haben wir hier nochmal eine schöne Sprungkarte. Was ist das denn hier, ein Zelt? Nee, einfach nur... Keine Ahnung, was. Irgendwann ist da bestimmt nur was drin. Irgend so ein Gegner. So. Noch eine schöne Hammerkarte. Nee, die kriegt Oma wieder schön gelbe Farbe, obwohl ich die alle ja nicht brauche. Irgendwas. Komm jetzt her hier, komm her! Yeah! Voll den Cheep Cheep! Eine reingehauen. Oh Mann, das tut ihm weh. Und wo kommt der Cooper her? Ich hab doch keinen Plan. Okay, es hat ihm jetzt aber nicht viel abgezogen. Ich glaube, ich nehme einfach mal das hier und ich muss mich mal heilen. So. Ready? Einfärben bitte. Oh Gott, nein, halt, zurück, einfärben. So. Let's go, Mario. Ach, verdammt. Das war jetzt Fail. Yeah, aber es hat voll reingehauen. Bams. Jetzt baller ich ihn ab. Ah, nee, hups, der war schon mein dritter. Egal, Mann. Ah, dann dürfte er nur machen, ne? Oh Gott, der Cheep Cheep, was macht der? Abgeblockt, okay. Ich glaube, jetzt reicht ja wieder ein beherzter Sprung, ne? Ah, da gab wieder so viele geile Karten. So. Ich hoffe, das reicht, ne? Bum, bum, badam, badam, bum. Bum, 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 bum. Oh,
Fire! Yeah. Oh, er hat nicht gereicht, aber er ist verwirrt. Ah ne, okay, ist ein bisschen schlecht. Was nimmt man denn da? Da gab es so viele Dreierhämmer und alles ist so cool. Ja, komm hier. Nimm ich einfach mal den. Schnipp! Hammer! Super! Einfach nur mal gucken, wie viel das jetzt bringt. Einfach schon auch, um Gegner platt zu machen. So, hauptsächlich Farbe. Aber auch wieder so ein schöner Hammer mit blauem Rand. Halt! Was sagst du denn, mein Kleiner? Zum Ozeanfest geht's hier entlang, aber Vorsicht, die Cheep-Cheeps sind auch ganz schön aus dem Häuschen. Merkt ihr schon. Alter, voll erwischt, ey! Es muss einer. Den krieg down mit einer Dreifachsprungattacke. Hoffentlich. Ich probier's einfach aus. Oh yeah. Und nochmal. Bams. Verdammt. Okay. Schade, aber das Timing war nicht gut. Ich hab's trotzdem gerockt. So, Vorsicht. So. Ich glaube, so weit muss man gar nicht, weil man muss ja nicht unbedingt Gegner besiegen, weil das bringt ja nicht so wirklich was. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass so... Och Mann! Dass so richtige Bossgegner auch eher was... Ach du Scheiße. Das sind jetzt aber viele. Was macht denn eine Feuerblume? Greift die alle an? Tatsächlich? Eine Eisblume meine ich, die greift tatsächlich alle an. Würde ich gerne mal nehmen. Guck mal, die macht. So, Eisblume. Achso, fertig gefärbt. Und schnippen. Wie funktioniert denn die? Wow, okay. Achso. Ah. Oh. Okay, ja toll. Man kann also... Oh. Aua. Kann also zweimal werfen oder dreimal werfen. Das ist fies. Ja, ich habe hier noch einen Dreierhammer. Ich glaube, ich muss wieder Dreierschuhe nehmen. Das ist immer besser. Den krieg ich wenigstens zwei jetzt down. Und boom. So, das war doch super nice. Oh yeah. Wie der das überlebt hat, Alter. Die halten aber viel aus. Ich weiß gar nicht warum. So. Und jetzt? Was jetzt? Kommen Sie mal Hammer-Time dran. Dreimal mit dem Hammer reinhauen. So. Ja, ich habe halt so viele noch gerade momentan von den Dingern. Oh je. Jetzt haben wir gar keinen Bock mehr auf die Cheep-Cheeps. So. Gucken. Yeah. Noch ein K.O.-Hammer. Ja, den hätte ich auch benutzen können. Siehst du, die sind ja auch so gut. Ansonsten farblich hier alles Paletti. Ich habe immer Probleme, auf die Cheep-Cheeps zu achten, wenn ich halt darauf achte, was ich einfärben kann. Wow! Wow. Oh, shit. Da wollte ich einfärben, aber es hat nicht geklappt. Man. So, dann muss ich eigentlich bloß wieder zweimal springen. Und dann wird der schon weggeschossen. Ich kann ja mal sortieren drücken. So, ist alles schon sortiert. Ja, dann springt einfach mal rauf auf ihn. Ich springe einfach rauf auf diesen Typi und schieß ihn dann weg. Bam, bams, bams, oh yeah. Oh Gott. Okay, gut. Ich dachte schon, das tötet ihn. Oh nein. Bam, bam, wusch, yeah. Oh verdammter Mist, Mann, ey. Die überleben das ja. Oh Gott, ey. Autsch, voll getroffen. Na, okay. Halt noch irgendwo einen einzelnen Schuh. Ja, komm, ich nehme mal das Ding hier. Ist jetzt auch egal. Fertig gefärbt. Los, hoch damit. Oh yeah! Ich glaube, der ist down. Der hat genug, Alter. So. Oh Mann! So, wie gesagt, das ist ganz schöner Zeitfresser hier. Aber hier, guck mal, die haben ja so einen blauen Rand. Die führen übrigens immer in so ein kleines Kämmerchen. Das ist ja schon mal geil. So, nochmal so ein Dingsschuh. Nein, oh Gott. Oh Gott, da lauert schon der eine. Nein! Boah, da muss einfärben. Geblockt. Alter, ich bin bald tot. So, da fliege ich jetzt aber, glaube ich. Oder? Ja, ich fliege einfach mal.
So. Und los, guck mal, ich schaffe. Was? Erstmal sauber gemacht. Oh, oh. No. No. Boah, Alter, 7 Damage. Holy shit. Okay, was soll man da denn machen? So, immer das da. Und natürlich ein Herzchen. Einen Pilz brauch ich jetzt auch. So. Kann ich eigentlich auch Karten so einsetzen, außerhalb vom Kampf? Weiß ich gar nicht. Hui. Geh einfach wegbetteln. Bams, bams, boing und Schuss. So, das tötet die Wesen alle auf einmal. Ja, muss ich als nächstes gleich mal ein Herz einsetzen als ersten Angriff. So, oh, schön, der war zurückgekriegt. Sehr schön. So, und war die auch alles eingefärbt? Hat die geklappt? Das ist ja nicht, oder? Oh, scheiße. Ja, war. Die sind ja die Tote. Oh, Mann! Alter. Und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber ich habe auch keine Lust, irgendwie jetzt hier. Ne? Ich benutze jetzt einfach mal so den neuen Schuh. Warte mal, sieht aus wie der Power Dots aus Paper Mario. Wie man den sonst so kennt. Das heißt, ich kann so lange hochspringen, wie der Timing klappt. Glaube ich. Wenn das so war. Hui! Ne, ne. Ach! Das ist ja geil. Der ist ja cool, der Angriff. Boing! Was mache ich denn nun? Ich glaube, ich habe eine Idee. Was heißt eine Idee? Ich spiele einfach meine Karten aus. Ja, außerdem spiele seine Karten richtig aus. Ach, wann? Ach, meine Timing, ey, der klappt nicht immer. Scheiße. Autsch. Ich dachte echt, der springt mich an. Aber hat er nicht getan. Mist, Mann, ey. Na, komm schon. So. Das hätten wir. Mann, Mist, ich will immer wieder weiter am Strand hier kommen. Das nervt langsam. Oh, eine Cheep-Cheep-Karte. Das ist natürlich cool. Ich meine, die lauern doch hier schon wieder alle. Was hat... Mann! Alter, ist voll in mich reingejumpt. Vielleicht wollen die Entwickler das ja. Na, wenigstens bleibt's mal bei einem. Das ist schon netter. Wenigstens bleibt's bei einem. Denn kann ich ihn ja voll eine reinzimmern. Düp, düp, düp. So. Hopp. Boings, boings. Okay. Das Timing, das wird man schon wieder... Das wird man wieder rauskriegen. Wie Mario aussieht, wer da springt, ey. Das sieht alles nicht wirklich realistisch aus. Aber soll's ja auch nicht. Soll's ja auch gar nicht. So. Hab ich jetzt mal gleich hier geschafft, wenigstens. Hoffentlich kommt hier noch eine böse Überraschung. Nach der Brücke kommt der Ozeanfestplatz, auf dessen Bühne diverse Veranstaltungen stattfinden. Cool. Soll mich bloß die Viecher hier in Ruhe lassen. So, ich brauche keine gelbe Farbe, aber ist egal. So. Hoffentlich ist der Cheep-Cheep-Abschnitt vorbei. Wie es aussieht schon. Alter, ist ja geil. Das sieht ja hübsch aus. So. Mal dahinter gehen, wa? Mal hintergucken. Es geht sogar... Na. Hier einfärben. Einfärben. Okay. Hinter komme ich leider nicht, aber... Das ist ja hübsch hier, Leute. Ihr macht hier echt eine Party, Mann. So. Hier hat einer... Alter, habt ihr eigenen Toads die Farbe weggenommen? Nur damit ihr hier euer schönes Bild hinmachen könnt. Das gibt's doch wohl gar nicht. Bombada. Ja, treffen müssen wir wieder können. So. Na, komm schon. Yeah. Boah, schöne Pilzkarte. Oh, und ein One-Up. Yeah. Aber ein One-Up-Pilz? Bei den Einsätzen geht er nicht. Also aktiviert sich der automatisch. Ist das normal? Wäre doch cool. So, hier mal alles umdrehen. Hier nochmal was einfärben. Und dann wird leider mal mit den einen geredet. So. Oh. Was haben wir denn hier? Ist das eine Abkürzung? Welche jemand dran ziehen könnte? Oder der kommt aus... Doch. Cool, wo geht das jetzt hin? Okay. Hier geht's nirgendwo hin. Oder... Ist das hier optional, oder? Ja, okay, wie es aussieht, schon. Yeah! Dedede, warts, farts, farts, zack. Na, komm schon. So, schon die ganze gelbe Farbe hier. Toad, was ist denn hier los, Toad? Toad, sag mal. Hallo. Ozeanfest ist eine Kurzform von Ozeanfestival. Ja, diese Kurzform war wirklich dringend nötig. Was
mich verarschen? Meine Füße tun weh, aber ich habe meinen Klappstuhl vergessen. Tja, der Ausflug habe ich wohl, kräftig in den Sand gesetzt. Hallo? Was ist das denn, eine Muschel? Absolut nichts. Leute, ich glaube, ich stelle mich einfach in die Muschel. Dann würde ich sagen, Leute, beim nächsten Part sehen wir uns hier wieder. Mal gucken, was das Ozeanfest noch zu bieten hat. Und wo wir hier so einen Stern finden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!